Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Next Space Rebels. Ja, es geht dementsprechend aktuell ab, wie sonst noch was bei diesem Spiel. Wir sind voll in der Entwicklung für Weltraumraketen, damit wir Satelliten starten können. Und ja, wir testen heute die Topfpumpe, die wir schon letztes Mal verwendet haben, aber diesmal mit 200 Kilo Strukturmasse. Bedeutet, wir setzen erstmal eine 200 Kilo schwere Strukturmassenrakete auf. Das kann natürlich spannend werden. Wir wiegen noch nicht mal 200 Kilo. Was soll ich denn alles dran bauen, bitte? Echt schwer, das Ziel zu erreichen. Wusstet ihr das? Ich setze das hier so an. Boah, jetzt voll die schicke Rakete, würde ich mal sagen, ne? Voll unnötig, aber ja, scheiß drauf. Oben kommt eine Nase drauf. Irgendwie muss ich das noch hinkriegen. Okay, den Rest kriege ich doch wahrscheinlich noch mit den restlichen Teilen der Tanks hin, oder? So, dann kriegt jeder von denen eine eigene Pumpe. Zwischen den Verbindern. Und das werden wir jetzt mal schnell machen. Du gehst hier hin. Stattdessen müssen wir nicht ein bisschen drehen. Damit das passt. So. Jetzt soll ich so rummachen, wäre gleich schlauer. Dann kann ich noch eine Pumpe einbauen, weil einfach voll die Lulz. Und dann das Triebwerk drunter. Das sollte jetzt so viel Triebwerk, Schub kriegen, dass es dann dem ganzen Ding die Ohren raushaut. So, dann gehen wir wieder zum Müll, oder zum Schrott besser gesagt. Und suchen noch nach dem einen Teil. Okay. Ich würde mal sagen, das ist eine große Rakete geworden. Bauen. Ja, yep, die werden immer größer. Und dann... Let's go! Zoom. Das funktioniert zu gut, wir haben so viel Treibstoff drin. Nicht schon wieder! Hä? Sind mir gerade die Flügel abgefallen? Wir haben die Flügel verloren. Oh! Oh! Ich glaube, da ist gerade die Rakete zerfallen.
Mir ist gerade ernsthaft die Sünde. Okay, die war nicht stabil genug. Die hätte ein bisschen stabiler sein sollen. Aber ja, 30 Kilometer hat sie trotzdem geschafft und sie schafft noch mehr. Du kleine Rakete, machst ja was. Fällst einfach auseinander, wo hast du den Rest hin? Fliegt es eigentlich auch da noch hier rum? Das ist jetzt die gute Frage. Fliegen die Einzelteile? Oh, dreh dich nicht so schnell. Stopp! Bleib da! Gehen wir jetzt echt hoch oder runter? Wir gehen immer noch hoch. Da wird doch eben schlecht bei dem Zittern hier. Über den Wolken wird der Treibstoff wohl grenzenlos sein. Ah! Stopp, wir wollen nach oben gucken. Yeah. Aber wir nehmen gerade wieder an Geschwindigkeit zu, bedeutet, wir fliegen schon wieder gern Boden. Wie ist denn unser Höhenprofil? Es schaut mir sehr horizontal aus. Oha. Okay. Legen wir einen neuen Rekord hin oder was ist jetzt hier der Plan? Wir machen eine sehr interessante ein sehr interessantes Flugmanöver. Loopings 0. Ich mache jetzt einfach mal alles, was ich finde. Ich habe hier noch so schöne Flugwinkel und Beschleunigungsdinger, die ich gleich noch nie verwendet habe. Die Entfernung steigt jetzt aber wieder rapide. Was ist jetzt los? Und wir kommen zu... Boden? Da sind wir gewesen. Geschafft. Neue Rekordentfernung. Wenigstens etwas. Oh. Abgas? Das war eine große Rakete. Super Kombination seltsam. Holy, okay. Aber trotzdem nicht viel Aufrufe. Okay. Bessere Pumpe. Du bist echt ein Segen. Dank dir konnte ich gewaltige Fortschritte erzielen. Ich hab sie doch nur ausprobiert. Das Design stammt von dir. Das ist ja voll von dir. Endlich kann ich dir eine vollständig professionelle Produkt präsentieren. Ein Produkt, das ich in Massen herstellen und verkaufen kann. Ich hoffe, dass ich damit die Zukunft meiner Familie sichern kann und natürlich viele Raketen bauen helfen kann, Wünsche und Ziele zu füllen. Vielleicht ein Rabatt? Wo kann ich sie kaufen? Kaufen? Ich schenke dir die natürlich einfach. Eine, bitteschön, Industriepumpe. Ich hoffe, dass du mir eine letzte Herausforderung gewährst. Welche? Sie wird nicht leicht, aber ich habe vollstes Vertrauen in dich. Wenn du es schaffst, kannst du nicht nur richtig stolz auf dich sein, sondern hilfst mir auch, die Werbetrommel für die Pumpe anzurennen. Dann mal raus damit. Okay. Neue Herausforderung erhalten. Was haben wir jetzt schon wieder? Pumpe aus Leidenschaft. Baue die Industriepumpe ein, baue eine Rakete mit mindestens 20 Kilo Strukturmasse, erreiche eine Geschwindigkeit von 1 Kilometer pro Sekunde innerhalb von 10. Okay. Das nehme ich an. Und das machen wir natürlich wieder mit Schrott, weil Schrott ist schwer. Und nehme einfach großen Schrott, habe schon 20 Kilo. Und baue oben meine typische Nase wieder ein. Bedeutet, wir werden jetzt so die Rakete bauen. So. Nein. Dann oben meine Nase drauf. So. Und dann geht's direkt an 61 Kilo sogar. Industriepumpe. Okay. Die ist groß. Aber dafür verwenden wir natürlich auch unser Standardtriebwerk.
Und oben würde ich sogar ein Treibstoff-Sauerstoff-Gemisch nehmen. Wenn wir das irgendwie hinkriegen. Bedeutet, wenn wir jetzt hier ein Verbindungselement nehmen. Ach scheiße, warte mal. Stopp. Das kriegen wir schon noch hin. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Okay. Pumpe hier runter. Dann bauen wir das Ganze. Ist es dann nicht so schön geworden wie gewollt, aber es schaut jetzt auch nicht scheiße aus. Und 3, 2, 1. Da war. Holy Sch. Das Ding ist echt abgegangen wie ein Schnitzel. Und wir sind schon wieder über 10 Kilometer. Es geht nichts mehr unter 10 Kilometer. Und das Ding fliegt auch noch wie ein Einser. Ich glaub's nicht. Für Mini-Rakete ist es echt gut. Oder für so ein Kopfteil. Da müsste man im Weltraum das nur aufsprengen. Da drin ist dann der Satellit oder sowas. Leute, ich will nicht so gut fliegen. Ich habe noch nicht mal einen Plan, wie ich das andere machen soll in Zukunft. Könnt ihr jetzt wieder zurück zum Boden? Wir haben noch so einiges vor uns eigentlich. Das Ding macht einfach flupp und los geht's. Das ist ja der Wahnsinn. Und schau mal, es ist eigentlich ein relativ kompaktes Design, wenn du es dir so anschaust. Ich habe hier irgendwo die Glocke drin verbaut, die oben einfach einen Sauerstoff dran geklebt. Den Verbinder, den Injektor gemacht, die Pumpe hier unten rein und an das Triebwerk dran. Und auf Wiedersehen. So schnell ging das. So, aber jetzt nehmen wir auch wieder an Geschwindigkeit zu. Sind schon eine Minute unterwegs. Das ist Wahnsinn. Eine Minute für einen Mini-Suborbitalflug. Da mache ich doch gleich einen Orbitalflug. Ja. Bin ich bekloppt? Ja. Und ich bin es auch weiterhin. Und da könnt ihr nichts dran ändern. 19,4. War es der maximale Entfernungsradius, den wir geschafft haben? Oder sowas in der Art? Also ich denke es mal. Und da war's. Epischen Tech-Errung, auch schon wieder. In Mosambik für das Bestehen von die perfekte Pumpe. Pumpe. Industrie. Nehmen wir noch den Hai. Sauerstoff, würde ich sagen. Ah, nee, warte mal. Noch eine Herausforderung. Und so geht's ab. Und wieder hochladen. Ob wir dafür ein paar coole Text kriegen? Hochgeladen, mega Kombination clever. Schnulli. 2000 Abonnenten. Das finde ich echt, echt fein. Fortsetzen. Jetzt haben die wieder hier klotzen, nicht kleckern. Ja, die Videos, wie gesagt, schauen wir irgendwann an. Der Streit. Wenn man dir helfen konnte. Ich bin mir sicher, dass deine Realität schon bald Realität wird. Wenn das jemand schafft, dann das hoffe ich. Danke nochmal für deine Unterstützung. Ich drücke dich, du, was auch immer. Der Streit. Mist, ich bin völlig durch den Wind. Hast du gesehen, was Radek passiert ist? Ich habe das ehrlich gesagt nicht gedacht. Ist doch besser so. Im Grunde hat er dieses große Bürogebäude bezogen und führt jetzt Gespräche mit StarConnect. Wer wachsen will, braucht Platz. Ich weiß nicht, ich bin ganz schön wütend geworden. Hab mir seine Ausreden nicht mehr lang. Och nee, schreibt uns auch noch. Nächstes Upgrade erstmal. Hallöchen, Raketenprofi. Wie ich sehe, fühlst du dich in NSK viel zu Hause. Das sind Videos zumindest zu wunden. Ich rausche nur so durch die Herausforderung. Ho! Ho!
Wenn du das Geld echt ist, dein Menschen verdienen tolle Geschenke. Ich habe ein brandneues Triebwerk für dich. Hey du, wollte mich nur mal bei dir melden, wie es dir geht. Ich schätze mal, du inzwischen. Okay, ich verstehe nur zu gut, warum sie sich aufregt. Arbeitest du echt mit Sachsen zusammen? Ich tue mal so, als ob ich gesehen hätte. Wir arbeiten nicht mit ihnen zusammen. Ich hätte das gar nicht so erwähnen dürfen. Es gibt keinen Deal mit Sachsen. Wir haben uns unterhalten, aber das war auch schon alles. Unterhaltungen sind dir noch wohl erlaubt, oder? Ich habe ihn geblockt. Alter, ja, ich war einfach wütend und dann habe ich ihn geblockt. Mir doch egal, soll er eben bei anderer Seite suchen. Gibt es, ja. Aber er hat zugegeben, dass er sich mit ihnen unterhalten hat. Vielleicht. Du steigst doch auch nicht mit jemandem in die Kiste, mit dem du den Kanon hältst. Also, kleiner Scherz. Vielleicht hast du recht. Hey, du, ich habe gerade versucht, Lina zu schreiben, aber sie hat mich gelockt. Ich weiß, hast du mich gerührt? Vielleicht. Auch egal, ich wollte ihr nochmal sagen, dass es keinen Deal mit Sackett gibt. Wenn sie nicht von mir will, dann ist es nicht mein Bier. Ah. Glaubst du, dass Rick dumm genug wäre, Geld von Sackett anzunehmen? Ich glaube, nein, natürlich nicht. Aber dieses große Büro ist schon. Einfach mit ihm reden. Vielleicht hast du recht, vielleicht sollte man anhören. Nee. Das wäre auch gut. Danach gleich wieder blockieren. Ich habe ihn blockiert. Gleich wieder blocken. Ich habe ihn. Mir ein bisschen blöd vor. Das hat das schon versucht. Echt, jetzt fühle ich mich mies. Aha. Das wird ja noch. Das ist ja eine katastrophale Bande, du. Abwurf im All, Raketensteuerung, Bomben ist ins Zerstörerschiff an, Bomben ist ins Zerstörerschiff ein. Erreiche 10 Kilometer. Das ist doch eigentlich nur meine einfachste Übung, oder? Wir nehmen wieder Holz XXL-Teile und fliegen nochmal kurz als Abschluss für diese Folge mit dem neuen Triebwerk ins All, würde ich sagen. Schauen wir mal, was das. So, jetzt müssten wir doch eigentlich nur noch die Triebwerke. Also Triebwerk, das große. Kann ich davon hier unten zwei reinpacken? Bin bekloppt, ich weiß, aber ich will es probieren. Okay, ich drehe das eine um, dann sollte das gut klappen. Ich hoffe es auf jeden Fall. So, die kriegen beide am Ende noch Industriepumpen von mir dran. Geht sich das aus? Muss es. Ganz einfach. Umdrehen. Nicht mal mehr Platz zum Kuscheln, das funktioniert nicht. So, okay, das wird. Wie gesagt, das ist eigentlich eine einfache Aufgabe, aber natürlich mache ich wieder draußen ein fettes Ding. Ah. Kann man sich einfach simpel mal lassen? Nein, niemals. So, wir haben jetzt hier diese schönen Kügelchen. Oh, scheiße, ich dachte. Okay, wir bleiben ganz simpel. Und verwenden diese Sachen nicht. Wir nehmen das Teil auch ab. Und setzen uns jetzt hier schön. Wir brauchen auch noch die zwei Sauerstofftanks. Das ist nochmal der andere. Ah, die sind riesig.
Wie war der Plan dann nochmal? So, ich brauche Verbindungselemente und zweimal einen Sauerstoffinjektor. Ich glaube, den sollte ich am besten umdrehen. Und den anderen setzen wir dann hier unten hin. Also ich brauche erstmal noch ein Zusammenführteil. Dingsi. So. Ich habe irgendwie die Vermutung, dass wir höher kommen. Aber let's try it. So als Abschluss ist es doch ganz toll. Nee, überhaupt nicht groß. Ich würde sagen 3, 2, 1. Tschüss. Oh. Oh. Schaffen wir trotzdem noch den? Wir kommen jetzt zerfallen, weil zu viel Druck, aber hey, die Siegelbilder sind Scheiße. Oh Gott. Na gut, Leute, aber ich würde sagen, wir lassen es dabei. Ich lasse die Rakete wieder zum Boden fliegen und lade das Video hoch. Da wird eh wahrscheinlich nichts Spektakuläres passieren. Ansonsten gebe ich euch Bescheid. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst euch einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.